und willkommen zu den Sport- und Spieltipps der Sportjugend Rheinland. Heute habe ich ein Fangspiel für euch vorbereitet. Dafür braucht ihr zwei Becher und einen kleinen Ball. Ich habe jetzt einfach ein Stück Papier zusammengeknüllt zu einer Kugel, aber ihr könnt wie gesagt auch einen Tischtennisball nehmen oder einfach irgendetwas, was man hier drin gut auffangen kann. Das Spiel eignet sich natürlich am besten, wenn ihr das mit einem Partner spielt, zum Beispiel eurer Mutter, eurem Vater oder euren Geschwister. Und es geht wie folgt. Ihr werft mit diesem Becher die Kugel hoch und versucht sie mit dem anderen Becher zu fangen. Und wenn ihr das zu zweit spielt, könnt ihr euch dann immer die Kugel gegenseitig zuwerfen. Viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal.